Herzlich willkommen zu einer zweiten Folge meines Podcasts, was gemeinsam geht. Heute zu Gast bei mir Maria Rauch-Kallert. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Danke fürs Kommen. Maria Rauch-Kallert war dreimalig Ministerin, ÖVP-Politikerin und dann auch Generalsekretärin für die ÖVP. Auch Abgeordnete natürlich hier in diesem wunderschönen Haus. Wir kennen einander schon lange und sind auch sicherlich durch Frauen- und familienpolitische Themen sehr verbunden. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Ich möchte aber gerne, und die Idee ist ja auch, dass wir ein Thema nehmen, das vielleicht auf den ersten Blick sehr kontroversiell ist, in dem Fall vielleicht zwischen Regierung und Opposition, aber dann eben schauen, eben mit dem Gedanken, Politik muss wieder zusammenarbeiten und auch gemeinsam Ziele verfolgen können, was gemeinsam geht. Aber als Thema habe ich mir gedacht, reden wir doch darüber, wie hässlich der Ort Politik geworden ist und wer da eigentlich Schuld dran trägt. Vielleicht ein bisschen vorausgeschickt, wie wir uns gegründet haben vor jetzt doch über 10 Jahren, war einer der Motive, auch von Matthias Strolz ganz stark zu sagen, nein, Politik ist so ein grauer, schiercher Ort geworden. Er hat noch viel hässlichere Worte benutzt. Und er hat gesagt, ja, es gehört wieder Lust und Lebendigkeit und Freude hinein. Gelungen ist es uns wahrscheinlich nicht, würdest du sagen. Nicht wirklich, würde ich sagen. Nicht generell. Aber witzigerweise, wenn du das jetzt so sagst, das war meine Motivation in den 80er Jahren, Frauen zur Politik zu motivieren. Ich habe da aus den Vereinigten Staaten, ich war als Young Political Leader eingeladen von der US-Regierung in den 80er Jahren zu einer Reise durch die Vereinigten Staaten, ein sehr großzügiges Visitors Program, und habe von dort eine Karte mitgebracht, die ich gefunden habe in irgendeiner dieser feministischen Clubs, die ich da besucht habe. Politics is a dirty business, but women always have been cleaning up other people's messes. Und wir haben diese Karte dann ins Deutsche übersetzt, aber das gleiche Sujet genommen. Es war so eine aus dem 19. Jahrhundert, so eine Lady, die gerade den Boden aufkehrt. Und das war der Versuch, dann in der Gesamtarbeit Frauen für Politik zu begeistern. Und es war tatsächlich so, dass damals, und wahrscheinlich wird das heute nicht besser sein, Frauen der Meinung waren, mit Politik wollen sie nichts zu tun haben. Das ist Männersache, das war so mehr im ländlichen Raum. Und im städtischen Bereich, das ist uns zu schmutzig, das ist nicht in Ordnung. Und jetzt, ich finde, im Vergleich zu jetzt ist damals Politik noch, war auch kein Honiglecken, auch kein Kindergeburtstag, sondern ein harter Job. Aber es war nicht ganz so gehässig, wie es seit der Erfindung und der Verbreitung der sozialen Medien geworden ist. Und sie ist in der Zeit, die Zeit, die ich überblicken kann, ist 1980, so 78, 80, als ich begonnen habe, politisch mich zu engagieren, bis ich ausgeschieden bin, 2011, ist immer schneller geworden, aber hat einen massiven Schub gemacht mit der Verbreitung der sozialen Medien. Also man könnte schon sagen, früher war sozusagen das Image Politik, das sind schmutzige Deals, das ist in Hinterzimmern, da muss man eine harte Haut haben und da wird getrickst. Heute ist was anderes wieder oder stärker da oder vielleicht sogar wieder zurück. Das ist das Feindbild. Und das ist ja auch etwas, was du durchaus auch immer wieder prononciert angesprochen hast im Zusammenhang mit den Untersuchungsausschüssen. Das, also die Frage ja auch, die ich da stellen will, wie weit hat die Politik selbst, die Parteien, Politikerinnen wie Politiker selber Anteil an diesem furchtbar negativen Bild, das da von Politik herrscht? Ja, ich finde, das Feindbild ist das Problem, weil wir alle sind gewählt, also ich jetzt nicht mehr, aber alle Abgeordneten, egal auf welchem Level, ob Gemeinde, Land, Bund, sind gewählt, um die Bevölkerung zu vertreten. Und zwar jeweils in dem Anteil, wie sie eben das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen können. Und die Verpflichtung der Politikerinnen und Politiker ist einfach,
miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Jetzt kann man natürlich unterschiedlicher Ansicht sein, aber ich halte es für ganz, ganz notwendig, dass man auch nach konkreten gemeinsamen Lösungen suchen muss. Und das geht mir ein wenig ab in der letzten Zeit. Ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, dass egal, was die Regierung tut, es wurde von der Opposition zerrissen, Gott sei Dank nicht alles von euch, sondern aber zum Beispiel von einer Partei generell, egal was getan wird, immer nur negativ. Und wir haben wirklich schwierige Zeiten hinter uns, nämlich eine Pandemie, an deren Beginn kein Mensch gewusst hat, wie gefährlich ist das Virus, wie oft wird es mutieren, wie wird der nächste Stamm sein, wird der nächste Stamm noch gefährlicher oder weniger gefährlich sein. Und in dieser Zeit Entscheidungen treffen zu müssen. Also ich kann mich gut erinnern, nachdem ich ja auch einmal Gesundheitsministerin war, dass ich am Beginn der Pandemie mir jeden Tag in der Früh gedacht habe, Gott sei Dank bin ich nicht mehr Gesundheitsministerin. Und du bist ja auch da sozusagen nach deiner Amtszeit dann noch zur Heldin aufgestiegen, wenn ich das kurz schildern darf, weil du hast ja in deiner Zeit als Gesundheitsministerin diese Masken angeschafft, eine Vorsichtsmaßnahme, die damals extrem stark kritisiert wurde, weil das einfach Geld gekostet hat, weil man es nicht gebraucht hat. Und da waren, glaube ich, alle ganz froh, dass die noch in den Lagern gelegen sind, diese Vogelgrippenmasken. Und alle waren dankbar, Maria Rauch-Kallert, dass du damals diese Masken... Nicht alle sind mehr im Lager gelegen. Offiziell waren sie abgelaufen, aber was kann an einer Maske ablaufen? Also bei einigen waren besser die Gummibänder. Also genau, bei einigen waren die Gummibänder locker. Einige, also wir hatten auch, es wurden auch schon viele ans Rote Kreuz beziehungsweise an Hilfsorganisationen vergeben, aber es waren noch genug da oder doch einige da. Und nicht wir haben sie angeschafft. Das war ja auch so ein Missverständnis. Es war ein Vorschlag des Obersten Sanitätsrates in Vorbereitung auf eine Pandemie. Wir haben auch damals einen Pandemieplan geschrieben, der lag fix fertig in der Lade. Wir haben ganz Europa in der europäischen, also in der österreichischen Präsidentschaft der Europäischen Union, die ja in meine Amtszeit auch hineingefallen ist, erstes Halbjahr 2006, haben wir von allen europäischen, also Mitgliedsländern der Europäischen Union Pandemiepläne verlangt, verpflichtend zu erstellen. Also es gab in ganz Europa theoretisch Pandemiepläne, die natürlich nie wieder abgedatet wurden und so weiter. Aber es war da. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig war, eine der Maßnahmen war, dass man sehr schnell, wie bekommt man sehr schnell sehr viele Masken in jeden Haushalt? Mhm. Und das war dann eine Kommission, ein Kommissionsgeschäft mit den Handelsketten. Wir haben also die Handelsketten überzeugen müssen, dass sie das im November anbieten, weil das wäre die Zeit gewesen, wo das nächste Vogelgrippevirus aufgetaucht wäre, dass sie das anbieten im Vorweihnachtsgeschäft. Das war schon schwierig genug. Und es war nur ein Kommissionsgeschäft und die Republik hat sich nur in einem Ministerratsbeschluss, also nicht in meiner Entscheidung, sondern in der Entscheidung der gesamten Regierung, verpflichtet, die nicht verkauften Bestände aufzukaufen und zu verwenden. Und das wurde dann erst im Jahr 2009 schlagend, weil dann war klar, wie viele Bestände übrig geblieben sind. Aber man könnte auf die Idee kommen, dass sozusagen, wenn nicht etwas unmittelbar wirklich notwendig ist, wenn man etwas präventiv macht oder als Vorsichtsmaßnahme es nicht etwas ist, was gutiert wird. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben auch in meiner Zeit, habe ich übernommen von Herbert Haupt, meinem Vorgänger, als Gesundheitsminister 1 Million Pocket-Schutzimpfungen. Die damals wegen der Anthrazit-Anschläge in den Vereinigten Staaten auch vorsorglich angeschafft wurden. Und die wir dann entweder nach Afrika weitergeschickt haben oder dann auch vernichten mussten. Aber das ist einfach notwendig, wenn man Vorsorge trifft. Ich möchte zu diesem Punkt zurückkommen, diese Zusammenarbeit suchen. Also sozusagen auch Regierung und Opposition. Jetzt kann ich das ein bisschen vielleicht spitz und pointiert so formulieren. Als Oppositionspartei bin ich ein wenig
ausgeliefert der Kultur, die Parteien, die eine Mehrheit stellen, etabliert. Weil ich kann das Wort Zusammenarbeit tanzen. Es wird mir nichts nutzen, wenn die Parteien, die über eine Mehrheit hier im Haus verfügen, das nicht wollen. Ich habe auch den Eindruck, dass man früher, jetzt blicke ich nicht über so eine lange Zeit, aber 10 Jahre in der Politik zurück, doch verstärkter versucht hat, bei verschiedenen Themen breitere Mehrheiten zu finden, als nötig war. Dieser Eindruck ist in den letzten Jahren nicht bei mir entstanden. Also man schaut, dass man gerade nötige Mehrheit hat. Wenn man 2/3 Mehrheit hat, muss man leider noch eine Partei ins Boot holen. Aber selbst bei Themen, die im ureigensten Interesse des Parlaments liegen, wie zum Beispiel, wie ich finde, Informationsfreiheit oder Parteienfinanzierungsgesetze, geht es nicht, also gibt es keine Kultur, keinen Willen, dass man das auch wirklich ins Parlament zur Verhandlung gibt. Das ist wirklich schade, weil ich kann mich erinnern, wann immer wir, egal in welchem Ressort, ob in der Umwelt, Jugend, Familie oder Gesundheit und Frauen, wir Initiativen vom Haus, also vom Ministerium her ergriffen haben, haben wir zuerst natürlich versucht, in der eigenen Fraktion eine Mehrheit zu finden. Das war auch nicht immer ganz leicht in der ÖVP, muss ich auch sagen. Und dann beim Koalitionspartner, wer immer das damals war. Und dann aber sehr früh auch die anderen Parlamentsparteien zu informieren und einzubinden, also die jeweiligen Sprecher, nicht die gesamte Partei. Aber wir haben jeweils die Gesundheitssprecher, die Umweltsprecher eingeladen und sind mit ihnen die Gesetzesvorlage durchgegangen, damit sie eine Vorinformation hatten, damit sie sich damit auch auseinandersetzen können. Und ich kann mich erinnern, und das passiert ja jetzt auch noch, das geht ja an der Öffentlichkeit vorüber, viele Gesetzesinitiativen gehen ja einstimmig über die Bühne, auch heute noch. Ja, aber ich würde sagen, früher waren es mehr. Das, ich habe jetzt keine Evidenz zur Hand, aber ich sehe eben schon bei vielen Themen, dass wir sehr spät die Dinge bekommen. Natürlich, was natürlich gerade unter Kurz massiv betrieben wurde, war, dass die Medien mittels Punktation viel früher informiert wurden, was an Gesetzesvorschlägen kommt, als dann das Parlament. Das, bis hin zum Budget letzten Herbst. Das sind so Feinheiten, die wahrscheinlich kaum einen Menschen interessieren. Aber als Parlamentarierin fand ich schon bemerkenswert, dass die Präsentation der Eckpunkte des Budgets den Journalisten präsentiert wurde, teilweise die Ökonomen das schon hatten, mir dann geschickt haben und erst einen Tag später wurde es dem Parlament zugeleitet. Jetzt muss man aber dazu sagen, formal ist die Budgethoheit beim Parlament und nicht bei der Regierung. Also da sind schon eine Kultur entstanden, die halte ich auch nicht für besonders Also jetzt förderlich. Zumindest zeitgleich machen. Also ich verstehe, dass immer eine gewisse Angst besteht, dass einem dann die Opposition, die vorweg schon die Präsentation zusammen krachen lässt. Mhm. Aber nämlich in diesem aufgeheizten Klima, das jetzt entstanden ist. Aber ich würde auch lieber den anderen weggehen. Zu diesem aufgeheizten Klima hat schon auch, also jetzt, wir können dann gerne über die FPÖ auch reden und ich glaube schon, dass das auch einen Anteil hat, wenn man eine Partei hat, die wirklich nur noch der Geist ist, der stets verneint. Da geht es ja null um Kooperation, null um Konstruktivität, sondern eigentlich wirklich nur immer den Antipoden zu spielen. Und das ist halt auch nur bedingt sinnvoll, weil irgendwann werden wir alle miteinander gefragt werden, was wir eigentlich weiterbringen für die Menschen. Aber was mir schon aufgefallen ist, weil du die Pandemie angesprochen hast. Wir haben volles Verständnis gehabt, dass da Entscheidungen getroffen werden, wo man nicht weiß, wo man in einer Situation ist, wo man wirklich ehrlich jetzt keine Evidenz haben kann, keine Erfahrung haben kann, dass überall in der Welt gerade diskutiert wird. Das heißt, es ist ein Try and Error und du handelst dich mehr oder weniger von Tag zu Tag und musst auch sehr rasche Entscheidungen treffen. Jetzt kommt das große Aber. Es ist aber sehr bald passiert, dass Vorschläge gebracht wurden, wo wir gesagt haben, naja, das ist vielleicht nicht so klug, zum Beispiel die KOFAG, also die Abwicklung der Förderungen über eine eigene Struktur. Davor war es auch ein bisschen was in der Wirtschaftskammer.
Oder eben die Diskussion über die lang geschlossenen Schulen und Kindergärten, gerade auch als, also ich habe es ja auch sehr stark aus feministischer Perspektive diskutiert. War auch ein Backlash für die Frauen. Übrigens ohne Diskussion. Das hat mich ja, also mich hat das, was mich am meisten gestört hat daran, war, dass so viele andere Themen priorisiert wurden. Baumärkte, jetzt verstehe ich schon. Also überspitzt gesagt, ist es vielleicht für Männer gut, wenn die Baumärkte wieder offen sind, weil es ist gescheiter, sie reagieren sich im Baumarkt oder beim Handwerken ab als zu Hause in ihren Familien. Ich sage das jetzt wirklich bewusst spitz, aber dass man sozusagen eigentlich die Baumärkte aufmacht und die Kindergärten und Schulen noch zulässt oder sagt, ne, also nur wenn du wirklich psychisch nicht in der Lage bist oder wirklich nicht anders kannst, dein Kind zu betreuen. Also mit welcher Diskussionslosigkeit man Frauen aus der Öffentlichkeit damit ins Private verschoben hat und damit natürlich raus aus der Politik, bemerkenswert fand ich das. Ja. Es hatte aber offensichtlich keine Relevanz. Ich habe dieses auch, das war eine Originalaussage, Schulen, Kindergärten und Volksschulen haben keine volkswirtschaftliche Relevanz. Aber ich wollte wohl was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass dann die Kritik, und die war gar nicht so laut noch zu dem Zeitpunkt, geframed wurde von der Regierung, ganz stark natürlich auch von Sebastian Kurz als Kanzler, als antipatriotischer Akt. Also wenn man sich jetzt gegen diese Regierung stellt, wenn man jetzt Kritik übt, dann ist das antipatriotisch. Und ich glaube schon, dass mit zunehmendem Verlauf das sehr viel, wie soll ich sagen, vielleicht ist zu viel gesagt, vergiftet hat, aber es hat nicht den Boden bereitet, zu sagen, setzen wir uns zusammen, vielleicht ist euch ja auch da ein Fehler passiert, vielleicht habt ihr was übersehen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, das kann ich nachvollziehen. Also mir ist das Antipatriotische nicht so aufgefallen. Also wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Mir ist sozusagen diese Tendenz, das ins Antipatriotische zu treiben, nicht bewusst gewesen. Würde es auch nicht so empfinden. Was mich in dieser Zeit ganz besonders wirklich irritiert hat und geärgert hat und waren diese Demonstrationen, wo tatsächlich die Polizei, die Journalistinnen und Journalisten massiv beleidigt, attackiert wurden und die dann hetzerischen Reden, das auch noch aufpulvernd. Das habe ich, wenn du so willst, das hätte ich antipatriotisch oder unfair gefunden. Allen denen gegenüber, die sich an die Maßnahmen gehalten haben und die auch das Recht hatten, in irgendeiner Form geschützt zu werden. Jetzt muss ich ja natürlich nicht zu so einer Demonstration gehen, aber als Polizist kann ich mir es nicht aussuchen. Und als Journalist, Journalistin kann ich mir es auch nicht aussuchen. Nein, das ist richtig. Also ich, das war natürlich zu einem viel späteren Zeitpunkt dann, aber die Kaltschnäuzigkeit, mit der da ganz bewusst Öl ins Feuer gegossen wurde und das noch aufgestachelt wurde, war schon bemerkenswert, auch wenn ich sogar vieles verstanden habe. Wir waren auch gegen diese wiederholten Lockdowns. Wir haben diesen Lockdown für Ungeimpfte keine gute Idee gefunden. Wir haben allerdings auch, und das finde ich nach wie vor bemerkenswert, dass die FPÖ da nicht vor der eigenen Tür kehrt. Man kann schon aus gutem Grund gegen eine Impfpflicht sein, aber man kann nicht davor schon agitieren gegen die Impfung. Und das war tatsächlich schwierig, dass man eigentlich hier keinen Schulterschluss geschafft hat, weil es eben eine Partei gegeben hat, die schon recht früh auf sehr krude antiwissenschaftliche Aussagen gesetzt hat also und damit natürlich auch die Sorge getrieben hat vieler Menschen. Ich vermute ja, dass die Idee hinter dem Lockdown für Ungeimpfte, den ihr eigentlich schon verdrängt hat, aber jetzt natürlich auch wieder nicht nur durch dich, sondern durch Gespräche in den letzten Wochen und Monaten, der mir wieder bewusst geworden ist, das war halt der Versuch, möglichst viele zum Impfen zu bringen, um sie sozusagen damit auch wieder in die Freiheit zu entlassen, ist jetzt das falsche Wort, aber um sie wieder mobil zu machen. Aber das hat, glaube ich, genau das Gegenteil erreicht.
Und das war sicher keine gute Idee, würde ich auch sagen. Die Impfpflicht als solche, die ja nie in Kraft getreten ist, aber die vorsorgliche Möglichkeit der Impfpflicht habe ich für vernünftig gehalten. Weil wenn der nächste Virus, nämlich der letzte, der es dann in dem Jahr war, dann kamen ja, jetzt haben wir ja schon wieder mehrere und heuer haben wir so viel Corona-Erkrankungen gehabt, wie glaube ich in den Jahren davor nicht, aber sie waren nicht mehr so schwer. Aber wir wussten ja nicht, was ist der nächste, die nächste Mutation und wie wichtig ist es dann, dass möglichst viele geimpft sind. Ja, ich weiß es ja, ich war ja auch da, wir haben ja in Teilen auch zugestimmt, genau deswegen, weil wir gesagt haben, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, wiewohl auch da die Dialogbereitschaft. Es war schwierig. Es war wirklich, es kann war einfach nein, sehr, es war sehr keine schwierig. Irgendwann einmal war der Punkt, da hatte ich das Gefühl, es ist einfach auch kein Interesse mehr. Also man holt die Opposition nur dann, wenn es wirklich, wenn der Hut brennt oder wenn es unangenehm ist, wie bei der Impfpflicht. Und das ist natürlich dann auch vielleicht kein guter Blick. Aber gehen wir zu den Untersuchungsausschüssen, weil das ist ja das gewesen, wo viele Kommentatoren auch geschrieben haben, da ist eine Jagdgesellschaft und da wird skandalisiert und da darf man sich nicht wundern, wenn das Bild der Politik so ist, wie es ist. Auch wieder spitz formuliert, bewusst. Ist es nicht ein bisschen dann so, wie wenn ein Brandstifter schreit, Jössers, da brennt's? Also gibt es... oder alles, was, die ÖVP ist seit 37 Jahren in der Regierung. Jetzt verstehe ich schon, dass sozusagen die Oppositionserfahrung jetzt nicht da ist. Aber was bleibt ich hier kann mich noch erinnern an die Oppositionserfahrung. Ich bin das erste Mal ins Parlament gekommen, da war die ÖVP noch in der Opposition, war im Bundesrat 1983. Und witzigerweise, der Bundesrat, im Bundesrat hatte die ÖVP die Mehrheit. Im Nationalrat waren sie in der Opposition. Also wir waren natürlich in der Opposition. Und dabei hatte der Aufklärung, aber im Bundesrat gab es eine Mehrheit und im Nationalrat gab es eine Minderheit. Aha, na gut, spannend. Ja. Aber die Frage ist, kannst du nachvollziehen, dass du natürlich ein Interesse auch tatsächlich hast, das aufzuarbeiten? Und was bleibt dir dann über? Das Nichtbringen, das Nicht-thematisieren, nicht den Finger auf die Wunde legen? Nein, ich glaube, dass es notwendig ist, Interesse also an Aufklärung zu haben. Es ist ja sozusagen, Untersuchungsausschüsse gab es ja immer, aber sie mussten immer von der Mehrheit beschlossen werden. Dann gab es dieses Zugeständnis, dass die Untersuchungsausschüsse auch in Minderheiten recht sind. Und seither habe ich das Gefühl, dass das Instrumentarium missbraucht wird, nämlich über dass die parlamentarische Aufklärung hinaus missbraucht wird. Das ist etwas, wo ich mir sage, es wundert mich nicht, dass die Meinung über Politikerinnen und Politiker so schlecht geworden sind, weil sie ja schlecht gemacht, von Parlamentariern und Parlamentarierinnen schlecht gemacht wurden. Es wurde ja immer nur versucht, das Negative es ging nicht um die Untersuchung des Gegenstandes, sondern um den anderen möglichst schlecht dastehen zu lassen. Und das ist, glaube ich, ein falsch verstandener Untersuchungsausschuss. Es geht nicht darum, jemanden fertig zu machen, sondern möglichst die Wahrheit herauszufinden, wie Dinge wirklich gelaufen sind und was von dem, was gesagt wurde, stimmt oder nicht stimmt. Und ich glaube, dass die Untersuchungsausschüsse und die Kommunikation nach außen, die ja von den Medien korrekt betrieben wurde, sie waren ja auch bis jetzt nicht medienöffentlich, sondern es konnte nur darüber berichtet werden. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie medienöffentlich zu machen. Ja. Ich kann das nicht beurteilen, weil dann hätten sich die Leute selbst ein Bild machen können. Also ich hätte das begrüßt, ja, weil ich muss auch sagen, teilweise fand ich, natürlich, klar, subjektive Sicht, aber abenteuerlich, über was diskutiert wurde. Die Frage ist, ob ein Oppositionspolitiker eine Wurstsemmel isst im Untersuchungsausschuss, ist, Verzeihung, aber neppig gegenüber der Frage, also kann sich ein Minister gar nicht mehr erinnern an Entscheidungen, die er getroffen hat. Aber nein, also und da glaube ich, das war ein Grund, warum
diese Meinung über Politikerinnen und Politiker so negativ geworden ist. Verstehe ich. Aber was ist die Alternative? Weil wir haben ja diese, man darf ja nicht vergessen, es war Ibiza. Ein großer Skandal, wo sehr viel angesprochen wurde in dem Video vom damaligen Vize- oder damals noch nicht Vizekanzler Heinz-Christian Strache, wo sehr wohl die Frage war, was ist dann in die Tat umgesetzt worden. Dann war Ibiza, der hat ja einiges zutage gebracht. Dann war sozusagen der Beginn der Strafverfahren, die Justiz hat ermittelt, die Staatsanwaltschaft hat Hausdurchsuchungen gemacht und wiederum hatten wir den Eindruck, wir müssen das auch begleiten, auch um sicherzustellen, dass die Justiz ordentlich arbeitet. Was ich aber schon sehe ist, und das war ja auch etwas, was wir formuliert haben, ich verstehe nicht den Sinn darin, wenn man Untersuchungen macht, zu einem Ergebnis kommt und dann aber nicht den nächsten Schritt macht und sagt, jetzt mache ich es besser. Weil der jetzige oder die jetzigen Untersuchungsausschüsse, ich weiß nicht, das liegt eigentlich alles am Tisch. Also wir wissen, dass wir bei den Postenbesetzungen was machen müssen, dass das noch transparenter passiert oder jetzt wirklich transparent, dass vielleicht doch das System der Inseratenkorruption abzustellen ist und sich eine ordentliche, man muss sich eine ordentliche Medienförderung überlegen, etc. Man muss die Justiz schützen ein Stück weit vor Angriffen. Also es sind ja ganz viele Dinge, die am Tisch liegen, wo wir wissen, das gehört gemacht. Ein paar Sachen sind auch schon, muss man fairerweise auch wirklich sagen, gemacht worden. Jetzt habe ich wirklich den Eindruck, weil du auch gesagt hast, es geht nur darum, den anderen in schlechte Licht zu rücken, dass eigentlich in diesem Wahljahr vor allem ÖVP, SPÖ und FPÖ nur sagen, okay, kann schon sein, dass wir korrupt sind, aber ihr seid es noch mehr oder ihr auch. Und eigentlich wirklich dann überhaupt nicht mehr das Interesse besteht, das zum Besseren zu machen. Ja, aber es ist auch schwer, zum Besseren zu machen. Also ich kann zum Beispiel die ÖVP schon verstehen, dass sie nicht permanent die Einzige sein will, die am Pranger steht und die an den Pranger gestellt wird. Dass sie sich jetzt einmal wehrt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe das auch. Ich habe das auch immer gesagt. Also nicht tit for tat, sondern... Weil natürlich, einfach, wenn man über Inserate redet, das hat die SPÖ genauso also gemacht, wenn es darum sagen, geht, dass man irgendwie sich mit Ministeriumsgeldern bedient für Parteizwecke. Also ich meine, das, klar, das ist ein System, das über Jahrzehnte beide Parteien geschaffen haben, die FPÖ hat es auch können. Das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Nur, nimmt man nicht jetzt einen Schaden in Kauf an eigentlich noch mehr an der Politik, an der also am Haus, an der Demokratie, nur um im Wahljahr dem anderen einen... Also ich bin ja neugierig, wie diese Untersuchungsausschüsse jetzt ablaufen werden. Sie beginnen ja, glaube ich, erst Anfang März oder Anfang April. Also wir strahlen aus am 8. März. Ich weiß jetzt nicht offen, ob, also bis wir aufzeichnen, ist noch kein Termin irgendwie gewesen. Der vierte, ich habe den vierten irgendwo gestern gesehen, aber jetzt weiß ich nicht, ob es der 4. März oder der 4. der April gemeint war. Also ich weiß nicht, wann Sie beginnen und ich weiß auch nicht, ob ihr euch in der Zwischenzeit geeinigt habt, ob Sie jetzt öffentlich sind. Nein, es gibt keine, nicht, keine. Also nicht öffentlich. Es gibt einen Antrag von uns, aber es gibt, mein Wissensstand ist, dass noch keine das blockiert wird. Einigkeit drüber. Ja, also ich bin neugierig, welche Auswirkungen das haben wird. Also gerade in den Monaten vor der Wahl. Eigentlich sollte man in diesen Monaten die Bedeutung von Europa ein bisschen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rücken, denn die Europawahl am 9. Juni ist ein Ereignis, das derzeit noch die wenigsten Österreicherinnen und Österreicher kratzt. Also ich bin der Meinung, hier sollte man aufklären, warum und wieso und was wichtig ist. Und was am Spiel steht. Und was am Spiel steht und warum es wichtig ist, auch zur Wahl zu gehen und entsprechend seine Position zu Europa zu bringen und Europa nicht nur als den bösen Regulator zu sehen, sondern Europa ist die große Chance zu sehen, Frieden zu erhalten. Mehr denn je, jetzt wo dieser Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine uns gezeigt hat, wie schnell in unserer unmittelbaren Nähe Krieg sein kann. Wir haben das schon in den 90er Jahren erlebt mit dem Zerfall
des ehemaligen Jugoslawien, wo wir praktisch an unseren Grenzen Kriegshandlungen hatten, die allerdings intern waren, und mehr als 70.000 Flüchtlinge sind damals nach Österreich gekommen und zum Großteil geblieben auch, zumindest sehr lange. Und das ist noch, jeder Krieg ist furchtbar, aber im Vergleich zu dem, was jetzt in der Ukraine passiert und was Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine tut, war das ja noch, war es ein Bruderkrieg, auch furchtbar und auch schrecklich, aber es war nicht von außen gesteuert. Und da wäre es ja wichtig, Einigkeit zu zeigen. Das wäre ganz wichtig, das ist Einigkeit das, das ist das Allerwichtigste, oder das, was, meine These war vor 2 Jahren, als der Krieg von Putin, ist nicht ganz richtig, eigentlich ist er begonnen worden 2014 mit der Krim. Aber als sie dann wirklich diese Full-Scale-Invasion gemacht haben, auch im Ziel da ja binnen 3 Tagen das, Zelensky zu stürzen und eigentlich die gesamte Ukraine von der Landkarte zu wischen, habe ich gesagt, naja, Putin wird mehrere Kalküle haben. Und ein Kalkül wird sein, Europa wird in dieser Frage gespalten sein und nicht einig genug sein. Das muss ich revidieren, weil, also grosso modo, selbst wenn der Herr Orban zwischendurch auf die Toilette gehen muss, ist Europa geeinigt in der Frage. Aber natürlich auch hier die Nationalisten, die ja durchaus enge Freundschaftsbeziehungen zum Kreml ziehen, auch die FPÖ bei uns, zündeln auch hier. Und ich hätte manchmal den Eindruck, sie hätten am liebsten, dass wir uns unterwerfen unter dem Deckmantel der Neutralität. Nämlich groteskerweise das Argument des Wladimir Putin, in die Ukraine einzumarschieren, weil er die Ukraine von Nationalisten befreien muss. Nazis entnazifizieren. Ja, es sind einige Wolten da gewesen in der Begründung, aber gut. Aber zum Thema Einigkeit. Also jetzt konstatieren wir, es ist kein schöner Ort, das Feindbild ist da. Es ist viel schiefgelaufen. Wir haben sicherlich auch nicht immer Bella Figura gemacht im Untersuchungsausschuss, aber so können wir nicht mehr weitermachen. Jetzt, wie, aus deiner Erfahrung, wie kriegen wir das hin, dass wir wieder eine Gesprächsbasis schaffen? Und damit Zusammenhang, welche Rolle können da Frauen spielen? Denn natürlich, was da von mir sehr geschätzte Pamela Rendi-Wagner, wie sie gegangen ist, hat sie gesagt, ja, Politik darf sich nicht in der Bewunderung männlicher Machtrituale Und natürlich ist da ein Punkt drinnen, dass natürlich diese Eitelkeiten und Reibereien, ich meine, ich kann durchaus auch spitz sein, aber weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, Frauen machen anders Politik als Männer. Sie setzen andere Schwerpunkte, sie gehen anders miteinander um. Einer meiner Lieblingssätze, wenn das schon am Frauentag gesendet wird, was wäre die Politik, was wäre die Welt ohne Männer? Keine Kriege, keine Verbrechen, lauter glückliche, dicke Frauen. Frau, ja. Ist ein Körnchen Wahrheit dran. Also ich würde sagen, keine Verbrechen nicht, aber viel weniger, weil wir wissen, dass ungefähr nur 5% aller Straftäter Straftäterinnen sind, also in der Gesamtform. Und außer Margaret Thatcher, die damals auf den Falklandinseln einen Krieg begonnen hat, weiß ich keine Frau, die einen Krieg begonnen hat. Bei der Indira Gandhi, Pakistan, bin ich mir nicht so sicher zwischen Indien und Pakistan. Vielleicht hatten sie nicht die Chancen. Naja, aber es waren schon in Entscheidungspositionen. Aber es gab schon Frauen, Golda Meir auch nicht, glaube ich. Ich glaube, dass Frauen anders Politik machen, und ich glaube, dass es notwendig wäre, wieder zu einer politischen Kultur zurückzukehren, wo man miteinander reden kann. Also ich habe, wenn wir so über vergangene Zeiten reden und warum manche Dinge gelungen sind, ich bin vor 1-2 Tagen gefragt worden, wie das mit der Bundeshymne gelungen ist. Und da war ein entscheidender Punkt. Beim ersten Mal als Ministerin bin ich ja gescheitert, weil der Hans Dichand dagegen kampanisiert hat. Mhm. Da hatte ich ja schon eine Regierungseinstimmigkeit, und die hat dann Hubert Gorbach zurückgezogen. Aber im Parlament, habe ich gesagt, ist nur gelungen, weil es
weil ich in allen Parteien Frauen hatte, denen ich vertrauen konnte und die ich für die Idee gewinnen konnte. Und es war ja eine Frauenallianz im Parlament, die das letztendlich zustande, und die nicht besondere Geschicklichkeit der Männer, die dem ganzen Vorhaben eine besondere Aufmerksamkeit zugebilligt hat, indem durch einfach die nicht gehaltene Rede kurz vor, praktisch unmittelbar vor dem Sommerbeginn und vor den Sommerferien, dann doch sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat und erst sozusagen diesen Schulterschluss noch verfestigt hat. Mhm. Und da wurde ich dann in der Diskussion von den Frauen gefragt, aber nach welchen Kriterien ich die Frauen ausgesucht habe. Und dann habe ich gesagt, naja, bei den Grünen war es eine, die ich von einer Parlamentsreise gekannt habe, mhm, die ich vorher, mit der ich gar nicht sehr eng war, aber durch diese 3-4 Tage, die wir da, ich kann mich erinnern, es war in Südafrika, eine parlamentarische Versammlung, aber da ist man dann doch zusammen, man sitzt im Flugzeug nebeneinander, man sitzt am Flughafen, man redet viel mehr miteinander und man erfährt mehr voneinander. Sie ist leider schon verstorben, also sehr früh, eigentlich auch relativ jung, eine Oberösterreicherin. Und diese, ich glaube, dass diese Events so wahnsinnig wichtig sind. Ich weiß gar nicht, ob es noch Parlamentarierreisen gibt, aber doch, wahrscheinlich doch schon. Aber die sind schon sehr wichtig. Mhm. Und diese überparteilichen Schulterschlüsse, die sind ganz besonders wichtig. Ich glaube, dass jeder Politiker, jede Politikerin, die in ihren Parteien eine bestimmte Funktion haben, auch versuchen sollte, zu allen anderen Parteien, zu den Personen in den oder Politikerinnen und Politikern in den anderen Parteien, die eine ähnliche Funktion haben, auch diesen Kontakt zu pflegen regelmäßig. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Termin mit dir, ich habe ja mit dir telefoniert vor ein paar Wochen und da war meine älteste Tochter neben mir am Skilift. Am Skihang. Und da habe ich ihr das ja gesagt, dass ich mit dir gesprochen habe. Sie gesagt, aha, wer ist das? Habe ich gesagt, ja, das ist die Politikerin, der du das zu verdanken hast oder der es verdankt, dass die Töchter in der Bundeshymne sind. Und sie gesagt, cool. Also im Namen meiner 3 Töchter, die finden das sehr cool. Und ich finde es auch sehr cool. Ich habe mich allerdings gefragt, ob du glaubst, dass das heute noch möglich wäre. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir sehen, dass gerade bei feministischen Themen, jetzt auch diese unsägliche Gender-Debatte, und ich will dich jetzt nicht in die Situation bringen, dass du jetzt irgendwie da auch die Politik der ÖVP bewerten musst, das will ich nicht, aber es ist ja zum Kulturkampf geworden und auch Teil des Populismus geworden. Und meine These in der Vorbereitung war, es wird dir jetzt nicht mehr gelingen, eine Mehrheit in so einer Sache zu finden, weil es gerade Töchter in der Bundeshymne ein ideales Kulturkampfthema wäre, das in den sozialen Medien und in den Zeitungen und vor allem auch da wahrscheinlich wieder von rechtspopulistischer Seite getrieben würde. Naja, das erste Mal, wie es misslungen ist, waren die sozialen Medien noch nicht so aktiv. Da ist es immerhin der größten österreichischen Tageszeitung und dem alten Herrn Dichand, Hans Dichand, mhm, gelungen, immerhin mit einer Auflage von mehr als 1 Million Lesern pro Tag, das Thema so negativ darzustellen, dass der Koalitionspartner sozusagen kalte Füße bekommen hat und seine Zustimmung, wir wollten das ja im Ministerrat beschließen, da war es ja auch nicht möglich. Im Parlament bin ich mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob wie gut die Kontakte der Frauen untereinander sind. Was mich immer noch irritiert, also jetzt sage ich dir, in 10 Jahren wird wahrscheinlich kein Mensch mehr darüber diskutieren, weil das wird für die Kinder selbstverständlich sein. Ich hoffe auch. Aber das, was immer noch hervorgeholt wird mit den Töchtern, ist eine unglaublich latente oder offene Frauenfeindlichkeit, die immer wieder zutage kommt. Weil, wenn man sich das Ganze vor Augen hält, wurden die beiden Wörter bist du gegen das Wort Töchter ersetzt. Sonst wurde nichts geändert an der Bundeshymne. Keine zweite, keine dritte Strophe, weil die kennt ohnehin keiner. Es kennen ja auch leider viele die erste nicht mehr. Und es gibt halt jetzt bereits eine Generation von Kindern, die nur mehr diesen neuen Text lernen. Mhm. Und es ist ja,
was die Aufregung, also diese unglaubliche Aufregung, die das verursacht hat, ist mir ja damals schon nicht verständlich gewesen oder nur verständlich gewesen, indem ich sagen kann, da kann sich jeder sein Mütchen kühlen, der frauenfeindlich ist. Weil jeder, der halbwegs respektiert, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind, dass sie gleiche Chancen haben, dass sie ein gleiches Einkommen haben sollten, sage ich jetzt. Viel wichtiger steht im Übrigen in dem Antrag drinnen, dass es viel wichtigere Themen als dieses gibt, aber auch dieses ist wichtig, weil Sprache Wirklichkeit abbildet. Dass jeder, der das nur halbwegs respektiert, nichts gegen diese Töchter in der Bundeshymne haben kann. Im Übrigen, man kann sie tadellos singen. Ildikó Raimondi hat sie eingesungen und man kann sich das auf YouTube anhören. Es funktioniert großartig. Ja, na, vielleicht sollte das der ein oder andere Volksrock'n'Roller auch bei uns ein bisschen mehr lernen. Aber das war witzig. Der hat das als Marketing, hat er mir ja dann zugestanden, als Marketinginstrument für damals für sein Album verwendet und hat dann offensichtlich von seinem Berater nach 14 Tagen gehört, das kommt nicht gut. Ach so, und die weiblichen Fans haben... Nach 14 Tagen war alles vorbei. Mhm. Na gut, also, Gott sei Dank. Also er war 14 Tage in allen Medien und seither hat dann das Thema nie wieder angesprochen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, du hast nämlich sogar, glaube ich, mit ihm irgendwo diskutiert. Ja, irgendwo habe ich das wieder ich habe ihn daran erinnert, weil er gesagt, er hat die Bundeshymne so gelernt und er wird sie weiter so singen. Habe ich gesagt, ich hoffe, er macht nicht mehr in die Windeln. Er ist auch irgendwann einmal in den Windeln gelegen und das wird er hoffentlich auch gelernt haben. Also, ich freue mich, meine Töchter freuen sich hoffentlich auch alle drei. Also, ich bin dir da sehr dankbar. Aber ihr seht, weil du gesagt hast, es gibt Wichtigeres zu tun. Das ist schon interessant, dass sehr viel über diese, man könnte sehr symbolische Themen, aber ich glaube, es ist durchaus prägend diskutiert. Eben jetzt zum Beispiel auch gendersensible Sprache. Und man hat den Eindruck, es ist fast anstatt Politik zu machen. Also eben, anstatt dass man Kinder, es passiert was, aber eben sehr langsam Kinderbetreuung vorantreibt, wirklich sagt, was sind die strukturellen Themen für den Gender Pay Gap, wie kann man Frauen Altersarmut verhindern? Also, wie finde ich es, wir können ruhig bei der Gender-Debatte bleiben. Wichtig ist ja, dass beide sichtbar sind. Und dann muss ich heute ein bisschen länger reden und muss Politikerinnen und Politiker sagen und nicht nur Politiker. Und was ich manchmal als Frauenministerin getan habe, ich habe einfach bei vielen meiner Reden gesagt, vor allem im Frauenbereich, also ich erlaube mir hier nur die weibliche Form zu verwenden und bitte die anwesenden Herren, sich damit angesprochen zu fühlen, so wie es in den Büchern immer steht. Wir verwenden hier nur die männliche Form, aber selbstverständlich sind die Frauen mitgemeint. Und ich habe gesagt, ich verwende hier nur die weibliche Form, aber selbstverständlich sind die Männer mitgemeint. Kann man sich durchaus herausnehmen. Das, was mich selber schon gestört hat in dieser Debatte, ich habe dann auch nicht mehr gewusst, soll ich ein Sternterl oder Doppelpunkt machen oder Unterstrich machen oder Schrägstrich machen. Ich halte es schon für vernünftig, wenn man sozusagen eine gemeinsame Vorgehensweise hat. Und die deutsche Rechtschreibung gibt halt jetzt die Verwendung beider Formen vor. Soll mir recht sein. Wir haben uns jetzt zum Beispiel, wir haben diese Diskussion jetzt zum Anlass genommen, zu sagen, wie halten wir es beim heurigen Journalistinnenkongress? Das ist ja auch ein Thema, das viel mit Öffentlichkeit zu tun hat. Und wir haben uns dazu entschlossen, nur die weibliche Form zu verwenden und darunter zu schreiben, wir bitten die Männer, sich angesprochen zu fühlen. Das finde ich sehr gut. Ich verwende es auch abwechselnd. Ich mag es auch nicht besonders gern, weder Unterstriche noch Sterne. Ich finde nur diesen Furor völlig daneben und Verbote. Also, und es ist ein Nebenschauplatz. Es ist ein kompletter Nebenschauplatz, aber es ärgert mich. Aber wie ist das, apropos ärgern, bist du da ungeduldig oder ärgert dich das vielleicht, wenn du sagst, wie langsam da etwas weitergeht? Weil ich will dir auch sagen, warum. Ich finde ja, Politikerinnen und Politiker sollten immer noch diese Leidenschaft haben. Wenn man die nicht mehr hat, wird man zynisch. Ich habe ganz große Sorge, ich habe das mit der Heide Schmidt auch diskutiert, die gesagt, eigentlich das sind genau die gleichen Diskussionen, die sie auch geführt hat. Und jetzt führen ich die... Und ich habe so wahnsinnig Sorge, dass meine Töchter diese Diskussionen, weil ich habe die größte Sorge, dass sie in die Politik gehen, aber dass sie genau die gleichen Diskussionen führen müssen. Also weißt du, was mir auffällt? Also erstens einmal bin ich von Natur aus ein ungeduldiger Mensch gewesen, kann dich aber ein wenig trösten, es mildert sich mit dem Alter. Man wird mit dem Alter milder und geduldiger.
Kann mich aber immer noch maßlos über die Dinge ärgern und dann kommt die alte Leidenschaft durch, das ist völlig klar. Also so ganz geduldig bin ich noch nicht. Ein bisschen Ungeduld ist schon noch da, aber es ist sehr viel mehr Milde eingezogen. Und was die Themen von früher anlangt, ich mache ja immer noch sehr viele Mentoring-Programme, also für Frauen, die wir We-Mentoring nennen, also setzt sich aus Women und Mentoring zusammen. Und das sind so Frauen zwischen 25, 30 und 45. Und die Mentorinnen sind heute auch so zwischen 40 und 60, würde ich sagen, oder drüber. Und was mir dann, wir gewinnen auch viele Mentorinnen, die gerade in Pension gehen aus führenden Positionen und die dann sehr gern jungen Frauen praktisch pro bono kostenlos weiterhelfen. Und da hat mir unlängst eine gesagt, weißt du, dass wir immer noch dieses Problem diskutieren müssen. Die haben ja die gleichen Probleme, die wir vor 30 Jahren gehabt haben. Und das ist eigentlich... Was ist da deiner Meinung nach der größte Hebel? Also ich habe das... Oder, also die größte, der größte? Hebel, also dass du das... Hebel. Also es ist die partnerschaftliche... Nach wie vor die partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit, also von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Solange die Männer ihren Anteil nicht übernehmen, wird es für die Frauen extrem schwierig sein, alles unter einen Hut zu bekommen. Es ist das immer noch sozialisierte, geringere Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein der Frauen, das wir wirklich stärken müssen, dass sie Dinge nicht als gegeben hinnehmen, sondern als ihr Recht auch einfordern in einer Partnerschaft, im Beruf, für den Gehalt. Und es ist halt immer noch die Ungleichbehandlung, die man wahrscheinlich von heute auf morgen nicht ändern kann, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, aber die viel zu langsam vorangeht. Ja, wobei man schon sagen muss, natürlich der größte Gap ist der Motherhood Pay Gap und das ist, weil du, ich glaube, dass der größte Hebel tatsächlich die institutionelle Kinderbetreuung ist und die Vereinbarkeit. Und das ist der Punkt, wo ich tatsächlich nicht verstehe, warum so viele Frauen das sich gefallen lassen, gerade am Land. Dass sie das, auch in der Stadt? Auch in der Stadt, aber man muss da wirklich sagen, es ist einfach in Wien im Vergleich zu manchen Bundesländern, also wirklich 1000 zu 1, dieses, die Kindergärten haben am Nachmittag nicht offen. Teilweise nicht einmal ein Mittagessen, in den Ferien zu, keine Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Das, natürlich musst du dir das dann anders organisieren, aber dass du dann diesen ganzen Rattenschwanz hast, aus du bleibst länger zu Hause, du musst es dir selber organisieren. Ja, eben, du musst es, es wird individuell das Thema, du und musst du dich selber drum kümmern. Und du wirst am Land noch böse angeschaut. Naja, bist und das ist dann die kulturelle Geschichte. Rabenmutter ist lustig. Ich habe jetzt wiederholt in einem Podcast das Thema. Das gibt es meines Wissens nach nur im Deutschen. Ja. Gibt es im Französischen, gibt es das Wort nicht. Auch die auch Raven Mother kommt nicht vor. Also das prägt natürlich die Kultur. Aber klar, wenn in dem Moment, es ist ja eine sogenannte angebotsinduzierte Nachfrage. Das heißt, wenn ich Kinderkrippen und Kindergärtenplätze habe, werden sie nachgefragt. Das schafft die Kultur. Und dann ist es auch der Druck weniger. Aber okay. Glücklich wäre ich ja schon, wenn man sagt, es geht weiter, nicht schnell genug, aber es geht weiter. Jetzt kommt aber meine Sorge dazu, dass wir sogar noch einen Backlash erleben. Ist das mein Eindruck oder wie siehst du das? Dein Eindruck täuscht nicht. Also ich habe den ersten Backlash 2006 gespürt, eben im Zuge dieser Verhinderung der Bundeshymnenänderung. Da ist es mir sehr bewusst geworden. Da gab's schon, also du hast so rund um die Jahrtausendwende, Jahrhundertwende, hast du das Gefühl gehabt, es beginnt das Jahrhundert der Frau oder das Jahrtausend der Frau. Das wurde auch immer wieder propagiert. Das die wird Zukunft das Jahrtausend, der Frau. Die Zukunft gehört den Frauen und so weiter. Und da hatten ja auch gerade die Frauen, was zum Beispiel die Hochschulstudien anbelangt, die Männer überholt. Und zwar haben mehr Frauen zu studieren begonnen als Männer, mehr haben abgeschlossen.
meistens in kürzerer Zeit und mit besseren Ergebnissen, haben dann auch schon Positionen bekommen. Also der Einstieg ist dann bei vielen noch gelungen. Und da war es auch so eine Generation von Frauen, wo ich mir gedacht habe, oh, aufpassen, die gesagt haben, also was wollt ihr alten Feministinnen, wir können doch ohnehin alles erreichen. Ja? Das habe ich auch gedacht, bis ich mein erstes Kind bekommen ja, habe. Ja, dieses Herumgejammere und so weiter. Wo wir eh nicht gejammert haben, aber eigentlich wollten, dass unsere Töchter heute etwas anderes erleben, als wir erleben mussten. Ne? Und das habe ich schon in meiner Zeit erlebt. Bei der ersten Diskriminierung sind sie dann aufgewacht. Also auch diese Generation ist aufgewacht. Und eigentlich erlebe ich seit 2006, 2007 laufend, dass wir, schon geht schon was weiter. Also zwei Schritte vor, einer zurück. Oder sagen wir mal, einer vor, ein halber zurück. Kann man ja so. Also es geht immer, es hat eine Zeit lang gedauert. Ich meine, das muss man schon sagen, es ist ein Verteilungskampf. Jede Position, karrieremäßig für eine Frau, ist eine Position weniger für einen Mann. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis die Männer draufgekommen sind, dass das stimmt. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie es dann entdeckt haben, haben die Klügeren heimlich versucht, Dinge zu verhindern. Und die weniger Klugen haben es halt offen probiert. Und letztendlich aber haben dann Mechanismen eingesetzt, wo es um den Verteilungskampf ging. Also es geht um die Verteilung von Macht und Einfluss. Und es geht auch um die Verteilung von Geld, weil jeder natürlich Euro für Kinderkrippen, Kindergärten ist, könnte je, auch, ich weiß nicht, jetzt setzt was ein, für Autobahnen verwendet und, werden. Und jede höhere berufliche Position ist mehr Geld und die hätten die Männer auch ganz gerne, also, und Frauen sind sowieso immer viel bescheidener, wenn es um die Forderungen geht. Damit beginnt es ja schon einmal, dass die Forderungen der Frauen schon sehr viel bescheidener sind als die der Männer. Das ist richtig. Also auch da müssen wir Frauen ermutigen und ermuntern. Ungleichen Bewertung natürlich von Arbeit, die natürlich eigentlich, wenn man sich's durchdenkt, skandalös ist. Also das, also sozusagen Care-Arbeit oder auch die Zuwendung zum Menschen, egal ob Bildung, Pädagogik oder Pflege, Gesundheit, weniger stark bewertet wird als beispielsweise jetzt der Metallarbeiter. Ist die Frage der individuellen Verhandlungsposition, ich meine, ich erlebe das ja, ich habe ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sehe, dass ein Unterschied ist. Ich sehe auch, dass sich was ändert, auch da, aber ja, das ist schon drinnen. Und das Lustige ist, das hast du ja genauso in der Politik. Einer der Gründe, warum ich selber in die Politik nämlich aktiv gegangen bin, nicht nur im Hintergrund von NEOS, war ja, dass wir da gesessen sind am Anfang, da waren wir halt schon ein bisschen mehr, und der Matthias Strolz hat damals gefragt, naja, wer wäre denn eigentlich bereit von euch, die da mitarbeiten, ehrenamtlich alle mitarbeiten, zu kandidieren? Und ich glaube, sämtliche Männer haben sich gesagt, natürlich, ich. Und die Frauen sind, naja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, und da an die erste Reihe stellen und ich habe ja eigentlich auch eh schon jetzt mit Job und Familie genug zu tun. Und da habe ich mir schon gedacht, aber da musst du schon auch... Und das 2013. Und das war 2013. Und ich habe gedacht, aber dann kannst du musst schon auch sagen, natürlich, ich auch. Und ich kann das. Ja, und genau das Gleiche, was du siehst, den Unterschied 30 Jahre dazwischen, also 30 Jahre davor, 1983, bin ich nach 16 Lehrerjahren Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks geworden, also jetzt Wiener Hilfswerk, damals hat es Soziales Hilfswerk geheißen, und war plötzlich Chefin von 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und war in einer Position, wo ich Frauen auch Führungspositionen auf der mittleren Ebene anbieten konnte. Und ich habe natürlich immer Frauen, es war auch ein Bereich, wo viel mehr Frauen gearbeitet haben als Männer. Und ich habe natürlich versucht, Frauen in diese Positionen zu setzen. Und ich erinnere mich heute noch genau diese Antworten, die du gerade gesagt hast, ob das geht und mit meinem Mann und mit den Kindern. Und ich musste manche wirklich überzeugen. Die erste Frage war immer, glauben Sie, dass ich das kann? Habe ich gesagt, ich würde Sie nicht fragen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass Sie das können. Also ich musste wirklich die Frauen bestärken, dass sie Führungspositionen annehmen. Und da ist schon einiges passiert, Gott sei Dank, vor allem im höheren Bildungsbereich. Aber da müssen wir auch noch die Frauen im geringeren Bildungsbereich. Jetzt sage ich mal, wir machen unsere Mentoring-Programme, um Frauen zu ermutigen, dass zum Beispiel die Verkäuferin
die Filialleitung anstrebt. Die kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, sie könnte Filialleiterin werden. Und warum nicht? Ja? Natürlich. Und das sind die Dinge, irgendwo, wo wir... Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwie hat gesagt, die Gleichstellung wird erst dann erreicht wenn sein. Auch dumme Männer im Parlament sitzen. Ja, oder umgekehrt, wenn man sozusagen da auch... Hätten wir es ja schon erreichen können. Auch Frauen in Führungspositionen genügend sind, die vielleicht nicht ganz so kompetent sind. Ja, auch wenn erst dumme Frauen im Parlament sitzen. Dumme Frauen im Parlament sitzen. Gut, dann machen wir den Abschluss. Ich gehe, also heute, zeichnen heute auf und tatsächlich heute am Tag der Aufzeichnung habe ich ein Treffen mit Frauen, die gesagt haben, sie wollen in die Politik. Wir bieten da eben auch ein eigenes Programm an, weil wir eben auch gelernt haben, dass das eben nicht einfach nur mit... Also funktioniert nicht, wenn man das einfach mitmacht, mit allgemeinem Talenteförderung, sondern es ist schon notwendig, ein eigenes Empower-Hör-Programm auch zu fahren. Was würdest du den Frauen raten, die sagen, ich will in die Politik, es interessiert mich? Wenn sie ein Ziel, eine Leidenschaft haben, wenn sie etwas verändern wollen, dann sollen sie unbedingt in die Politik gehen. Ich bin in die Politik gegangen, weil meine ältere Tochter mit 4 Jahren erblindet ist und ich versucht habe, damals war es für blinde Kinder, waren die Berufsaussichten sehr, sehr eingeschränkt, würde ich jetzt einmal sagen. Bürstenbinder, Telefonist, Stenotypist, alles Berufe, die es gar nicht mehr gibt. Also Bürstenbinder gibt es auch nicht mehr viele. Stenotypisten gibt es keine mehr, Telefonisten gibt es keine, wenige mehr. Masseur konnte man noch werden. Und mein Kampf war eigentlich, dass meine damals 4-jährige Tochter und jetzt 54-jährige Tochter, also es ist 50 Jahre her, Chancen ein hat. Ganz normales Leben führen kann. Ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und das war wirklich ein permanenter Kampf. Sie ist in der Zwischenzeit Universitätslehrerin, also Hochschullehrerin und hat auch durchgesetzt, dass sie Volksschullehrerin wird. Und sie lebt seit ihrem 21. Lebensjahr alleine. Sie fährt Ski, sie läuft Eis, sie schwimmt, sie hat den Segelschein. Also alles Dinge, die immer ein Kampf waren, aber letztendlich gelungen sind. Und dieses Anliegen hat mich sehr angetrieben und es war so, dass ich also gelernt habe, Politiker unter Druck zu setzen, um Dinge zu verändern. Wir haben keine Frühförderung gehabt für blinde Kinder. Für mich kam es ohnehin alles zu spät, weil immer wenn wir es erkämpft hatten, war meine aus diesem Alter heraus. Und ab ihrem 20. Lebensjahr hat sie ohnehin für sich selber gekämpft und ist da in dieser Aktie, also in dieser Selbstbestimmt-Leben-Bewegung sehr aktiv. Aber wenn Frauen ein Anliegen haben, dann sollen sie unbedingt in die Politik gehen und sie sollen versuchen, auch die Politik selbst zu verändern. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und es wird ihnen aber nur gelingen, wenn sie in einer ausreichenden Zahl vertreten sind. Einzelne Frauen haben es extrem schwer, wenn sie Einzelkämpferinnen sind, unterliegen einem enormen Anpassungsdruck. Je mehr Frauen, also wir sagen immer so, die kritische Masse sind mindestens 30%, aber viel besser sind 40 oder, also am besten sind es 50%. Mhm. Eigentlich gerecht wären 52. Also es gibt nur eine gerechte Quote, das sind 50%, sage ich jetzt einmal. Wir wollen nicht auf den 52 bestehen. Und, aber wenn so 40% auf jeder Seite und dann die restlichen 20 jeweils verteilt, das wäre schon eine wirklich gute Mischung an Diversität in allen Entscheidungsgremien, egal ob jetzt in der Politik, in der Wirtschaft. Das wäre einfach wichtig und sie sollen es tun. Und ich kann mich erinnern, vor mehr als 25 Jahren, wie ich Generalsekretärin der ÖVP war und unter anderem auch Bundesfrauenchefin der ÖVP war, zeitgleich habe ich meine Macht als Generalsekretärin über Programm und Geld insoweit genutzt, als ich die Frauenoffensive initiiert habe, damals an der Politischen Akademie und wir ganz bewusst Frauenlehrgänge für Frauen geschaffen haben, die sie ermuntern, ermutigen sollten, in die Politik zu gehen, die sie professionalisieren sollten in der Politik. Und diese Frauenoffensive gibt es, glaube ich, immer noch an der Politischen Akademie. Wunderbar. Dann die ältere Feministin, die mittelalterliche Feministin, die auch schon milder wird. Freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne. Und einen schönen Vergnügen. Frauentag.